Also heute mal wieder ein Movie von uns. Und zwar habe ich mir heute gedacht, ich zeige es euch gleich, machen wir mal Aufnahmen von einer Baustelle. Die ist sehr am Anfang. Ich weiß nicht, was gebaut wird. Aber es ist sehr, sehr interessant. So. Das Gute ist, es ist jetzt nicht so weit weg von mir zu Hause, so dass wir da einmal in der Woche Aufnahmen machen können, wie das alles entsteht. So. Wo ist das? Ein grüner Dackdack. So, ihr seht es hier. Also, ich gehe davon aus, dass hinter dem Bagger hier ein Reisfeld war. Man sieht ja, wie grün das alles ist. So, dass man das Wasser hier abpumpt und das fließt langsam unterirdisch durch die Straße und fließt dann in den Fluss. So. Also wir sehen jetzt hier die Pumpe. Das ist ein kleines Häuschen hier. Das ist in Thailand allgemein so. Und zwar alles kaputt gemacht. Und zwar, seht ihr, der macht gerade Mittagspause und ruht sich aus. Wahrscheinlich der mit dem Bagger. So. Wir werden jetzt mal gucken, wie die erste Unterkunft ist. Ja. So, hier sehen wir die erste Arbeiterunterkunft. Beziehungsweise wird hier schon langsam gebaut. Im Prinzip ist so, es wird hier in der Regenzeit immer Erde, 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 und durch den Regen setzt sich die Erde, sodass man später mit großen Pfählen in die Erde rammt und dann das Grundgerüst baut. Ich sage heute mal nicht unbedingt Thai-Style, weil einige Leute das verkehrt verstehen. So, hier sieht man schon das Fundament hier. Und das wird wahrscheinlich nur... Komm mal her. Wahrscheinlich, wo der Chef nachher sitzt. So. Ja, hier sehen wir schon die Stahlträger. Die werden wahrscheinlich dann da dran geschweißt. Und hier können wir ja nochmal richtig reingucken. So, ja, warte mal. Also hier sehen wir schon mal eine Rutsche. Und zwar, um den Beton von der Straße da reinzukriegen. Ja. Also ist eine rein professionelle Rutsche. Wenn man nicht viel hat, dann hilft das auch. So, hier sehen wir. Also ich denke mal, da hinten, das wird die Toilette sein. Und da wird nur ein Loch drin sein. Mehr nicht, aber wir wollen jetzt nicht extra auf die Baustelle gehen. Das muss nicht sein mit Otto. Und hier sieht man Bananen und alles, wie die wohnen. Ja. Was soll man dazu sagen? Lassen wir es mal einfach so stehen. So, also. Hier werden natürlich auch 10 bis 20 Menschen drin wohnen. Das ist ja einfach so. Einfach in den Wald, Baum gefällt, eine Konstruktion gebaut, Blech drumherum und gut ist. Rückgängig, ja, das gefällt ja wieder im Schlamm, ne? Das glaube ich. Also hier sehen wir, wie das aufgeschüttet worden ist und sich dann halt mit der Regenzeit setzt, wie der Bagger das breit geschaufelt hat. So, ich würde sagen, bevor wir in das große Gebäude sehen, weiß ich nicht genau, wie das wird. Kann auch sein, dass jemand kommt und sagt, wir wollen nicht gefilmt werden, wir werden mal abwarten. Also, Werbung!
So, hier sind wir wieder. Hier ist die andere Seite. Oh, der Hund ist auch schon da. Das geht eigentlich sehr, sehr schnell. Also hier ist der Tempel. Also ist nicht so weit von uns. So, hier warten schon diverse Arbeitsfahrzeuge. Und zwar seht ihr da hinten zum Beispiel, wo das Schilf ist, warte mal, dass ein richtiger Teich noch ist. Wie gesagt, da wird so lange Erde reingefüllt, in der Regenzeit, bis es sich die Erde schön gesetzt hat und dann wird sie breit. Gemacht. So, hier haben wir den typischen, also es ist so, habe ich vorhin schon mal gesagt, dass der Fluss hier drüben unterirdisch verbunden ist. Das heißt, wenn der Fluss höher steigt, dann haben die hier Wasser. Ist der Fluss zu niedrig, wird diese Pumpe eingestellt, da ist ein Graben und dann geht das hier rüber. Und von hier werden dann, ihr seht das, geht bis ganz, ganz hinten, werden dann noch so Seitenstränge gebaut hier und werden die Reisfelder bewässert. Allerdings hat man hier auch die Zuleitung schon mal ein bisschen freigelegt. Gui! Gui! Ja. Bananen! Ja. Da einfach liegen ja Bananen, überlege mal. Ha? Ja, Gui. Ja, Gui. Ja, die ist noch grün. Ja. So, hier scheint schon mal was gestanden zu haben. Das ist die typische Bauarbeiterunterkunft. So, wir werden mal gucken. Oh, das alles, sieht alles ganz schön wüst aus hier, ne? Oh, die. So, also ihr seht ja hier, ich will jetzt nicht unbedingt mit der Kamera riesengroß reinhalten. Ja, hier so sehen die Räume nachher aus und da schlafen 6, 7, 8 Mann drinnen. So. So, wir müssen mal beobachten, es sieht eigentlich so aus, als ob hier nur Häuser hier an die Straßenseite kommen und nicht wie bei uns da hinten, da wurde ja die Firma bis nach ganz hinten gebaut. So, jetzt gehen wir mal vorne lang. Ja. Ist warm heute? Ja. Ja, ne? Haben wir heute Glück gehabt mit dem Mubi. So, ja, was die zwei Dinger zu bedeuten haben, weiß ich nicht. Wir gehen nur grob vorbei, ne? So, hier beim Frühstücken. Oder erst haben wir ja Mittagessen. Ist okay? Also. Es ist so, dass ich eigentlich wieder davon ausgehe, dass sie aus Kambodscha kommen. Und er kann Englisch können. Also ich habe gerade gefragt, ob wir filmen dürfen, aber er hat es nicht verstanden. So, hier sind die Wasserzuleitungen nochmal. Ja, alles wild verlegt. Und ich würde sagen, Witz des Tages. Warum geht die Apothekerin am Medikamentenschrank immer sehr, sehr leise vorbei? Weil sie die Schlaftabletten nicht wecken will. Yeah! Oh, der war gut. Zeig nochmal. So, hier sind wir wieder. Hier sieht man auch sehr schön, wie die Hütten gebaut werden.
Ja, ist halt so, dass man hier zum Geld verdienen ist und nur das Nötigste. Und ihr seht ja hier, Müll, ja, das wird einfach wohin geschmissen. Er wird zum Schluss wahrscheinlich mit eingegraben irgendwo. Hier wird Wäsche gewaschen. Ja, halt sehr, sehr simpel. Die Leute brauchen nicht viel. Also da liegen Leute drin. 1, 2, 3, 4 sehen wir in den Schuhen. Und hier wohnen die. Blumen haben sie auch mitgebracht. So, warte. Ui, ist das heute warm, ne? So, also wird wahrscheinlich eine Riesenbaustelle, weil wenn ich die ganzen Bütchen hier sehe, da werden wahrscheinlich letzten Endes hier 50 bis 100 Mann wohnen. Aber alles nicht so wild. Ich bin ja vor Ort und werde euch berichten. Wir werden wahrscheinlich einmal in der Woche herfahren und werden Aufnahmen machen. Also insofern wir Aufnahmen machen dürfen. Hier sieht man die Küche. Wo dann gekocht wird, abgewaschen wird. Hier haben wir einen kleinen Einkaufsladen. Ja, und hier Wohnung, ihr seht ja, wo die Wäsche gewaschen haben und alles. Wir halten noch mal ein bisschen drauf. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch unsere Movies gefallen, gern Abo dalassen. Siehst du dich? Nee, ja. Gern Abo dalassen. Bleibt gesund und werdet alle glücklich! Yeah.